So Freunde, die letzten Wochenenden Tickets für Global, letzte Wochenende haut die Tickets raus. Vielleicht haben es viele mitbekommen, es stand in den Ingame-News. Dieses eine letzte Mal wurden die Rates verdoppelt, heißt ja mit 20% Chance ein SSR zu ziehen. 10% Featured, 10% nicht Featured. War in JP nicht so, Freunde, ich konnte es nicht voraussehen. Sorry dafür, das nächste Mal wisst ihr auf jeden Fall mehr, beziehungsweise das nächste sind wir schlauer, warum? Weil diejenigen, die quasi ihre Tickets aufbewahrt haben, die kompletten 30, die können jetzt diese 30 mit Double Rates raushauen. Ja, war in JP nicht so, wie gesagt, in Global haben wir das so gemacht am letzten Wochenende. Kann man so oder so sehen, aber ich meine, es wäre besser, wenn es direkt am Anfang gemacht hätten. Dann hätten wir gewusst, oh, wir haben Featured schon mal am Start, okay. Dann hätten wir gewusst, dann wüssten wir, was Sache ist, so, weißt du, dann hätten wir die 30, das wären, Freunde, das sind drei komplette Multis, 30 Charaktere. Hau rein, Mates! So, oh, okay, was ist das? die hatte ich nicht, deswegen, her mit der netten Dame. Und genau, ich wünsche euch sehr viel Glück bei den Wochenendtickets. Double Rates, hoffentlich droppt da was, ne? Also, wir wissen, LR sind hier nämlich auch drin, Freunde. Unser allerletzter Multi im Ticket-Banner. GG. Was geht ab, Manosi Fighter Hose hier? Und heute, ein paar Tage vielleicht zu spät, aber auf jeden Fall noch rechtzeitig. Heute werden wir zusammen, Freunde, im neuesten Legends Rising Banner für Gotenks und Super Buu. Ich bin ehrlich, als sie announced wurden, also als sie angekündigt wurden im Spiel, da war ich eigentlich nicht so gehypt auf die Charaktere, aber wer hätte es gedacht? Die Charaktere sind geil auf jeden Fall. Ist, glaube ich, kein Wunder, ist normal im Gacha-Game, jeder Charakter neu rauskommt, mehr oder weniger, der ist gestört. Es ist halt so, so funktioniert das Ganze, dass man für sich summonet. Aber speziell Super Buu ist eine reine Eskalation und speziell Super Buu hätte ich wirklich gerne, denn ich will mal endlich ein Regen-Team testen können, spielen können. Mir fehlt so ein Main-Charakter, den ich noch mitnehmen kann. Ich habe Cell und Zamasu, mit denen ich gerne spiele. Grün Piccolo könnte ich auch mitnehmen, so ist nicht in den Kampf oder an sich. Aber ich hätte noch so einen weiteren Eskalationscharakter. Mit Lord Slug hat es ja nicht geklappt, deswegen Super Buu. Super Buu wäre heute unser Ziel, Freunde, aber dennoch, ich schau mal kurz die Dailies raus. Dennoch werden wir den Ball auf jeden Fall heute flach halten. Warum? Es wäre aktuell nicht verkehrt, in Legends auch mal hier und dort zu sparen, denn wir erwarten das Jubiläum für Dragon Ball Legends. Dragon Ball Legends erschien natürlich zuerst, also letztes Jahr zuerst für Android, dann ein paar Wochen, Tage, was auch immer später erst für iOS, aber weltweite Release war, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich denke so um den Mai herum. Laut Google ist es auch Mai und dementsprechend demnächst, Freunde, wird auch schon das Jubiläum, einjähriges Jubiläum in Legends stattfinden und so. Jubiläen werden immer gut gefeiert in Gacha Games. Deswegen könnt ihr mich zum einen gerne wissen lassen, was denkt ihr, welcher Charakter kommt zum Jubiläum? Viele predikten einen Super Vegito, könnte ich mir vorstellen. Jetzt vor allem, weil jetzt Gotenks und Super Buu rankam, also viele predikten einen Super Vegito und Buhan. Ich meine, würde auch mehr oder weniger passen. Natürlich haben wir noch einen Gogeta Blue offen. Die Sache mit Gogeta Blue ist halt, ist schwierig, weil die Community meint auch, Gogeta Blue rauszuhauen ohne einen anderen Blue-Charakter, beziehungsweise um es richtig zu sagen, ohne Goku Blue oder Vegeta Blue im Spiel. Schwierig, ob man das macht. Deswegen glaube ich, hat man auch zuerst Baseform Gogeta und dann Super Saiyan Gogeta rausgehauen. Also beziehungsweise die Transformation. Könnt mich gerne wissen lassen, was ihr dazu haltet, was ihr davon findet, Freunde, was ihr denkt, wer kommt. Wie gesagt, ich wünsche euch sehr viel Glück, falls ihr noch summed werdet. Falls ihr gesummed habt, könnt mich gerne wissen lassen, wen habt ihr gezogen oder wen wolltet ihr ziehen? Super Buu oder Gotenks? Ich will, wie gesagt, für Super Buu raus. Lasst uns den zum Gloopster machen am Anfang, Freunde. Daily, egal in welchem Spiel eure Wahl, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Hauen wir den mal raus, dann zähle ich gleich runter. Und ihr könnt mich das gerne wissen lassen. Ich wünsche euch sehr viel Glück, was ihr gezogen habt. Ich komme mit einem Pot daher. Wie gesagt, in die Kommentare oder Social Media Kanäle gerne. Die ganzen Links dazu sind in der Beschreibung. Oh, ich bekomme auch noch die Fresse. Ups. Es gibt auch so eine Formel, ja. Wenn ein Pot kommt, du besiegt wirst, du den Kampf verlierst, dann ist ein Bait oder irgendwie sowas. Mehr oder weniger waren die Kriterien da, aber ja, der Bait war nicht da. Nee, ich weiß nicht. Rhymestar sagt daraus auch oft, oder sorry, Rhymestar sagt es auch oft oder auch Dragon Ball Legends Reddit oder Goresh sagen es auch oft. Jetzt hier, ganz wichtig. Hier muss ich sein. Nicht diesen einen Fehler machen. 909 Siegkräfte, Freunde, indem ich das Ganze aufnehme. Noch einen Tag, beziehungsweise wie es dann steht, bis zum 29.04. Wir hauen mal, by the way, es sind hier 5 Spartan-Charaktere. Ein Xtreme Lord Star kam hinzu. Es sind nicht mehr so 1000 Spartan-Charaktere oder und so und so fort. Goten und Trunks, weiß ich, ob ich die habe. Doch, ich glaube, ich habe die. Doch, ich habe die, glaube ich. Aber primäres Ziel wirklich, Freunde. Super Boom. Alright, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit unserem Multi-Summon. Noch eine Sache, Freunde. Laut Dragon Ball Legends Reddit
Nämlich letztens gab es sehr viele Infos, sei es wegen V-Jump. Oh mein Gott, okay, stopp. Weil wir bekommen ja auch. Moment, Moment, wenn jetzt eine neue Animation kommt. Oh, schade, schade. The Dreams, The Dreams. Aber das sah schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Genau, nächstes Ultra Space Banner wird ja mit Mel cooler sein. Mit einem Broly. Ultra Space Banner wird es sein. Heißt, da wird es auch sicherlich Tickets geben, wie immer. Aber. Genau, also es kamen sehr viele Infos jetzt in den letzten Wochen. Laut Dragon Ball Legends Reddit wird auch eine Sache kommen. Dragon Ball Legends Reddit ist mehr oder weniger natürlich die Reddit-Seite von Dragon Ball Legends, aber auch so ein Leaker, sage ich mal. Und die Sache ist, er hat an. Ich weiß nicht, ob es. Ich habe es auf Twitter gelesen, beiläufig, ob es jetzt ein Tease von ihm war oder ob es eine Annahme war oder ob es tatsächlich irgendwie sowas in den Daten dazu gibt. Komm, wir hatten einen 5-Pot-Namek, da kann noch mal was. Was? Da kann noch mal was Geiles droppen, wollte ich sagen, dann droppt er nichts. Aber jedenfalls hat er gemeint, dass demnächst oder auch in Zukunft Folgendes kommen könnte, ähnlich wie in Dokkan. In Dokkan kommt man zu den Download Celebration Campaign, dass man Tickets bekommt. Ein Ticket pro 50 ausgegebenen Stones. Das sind ja diese Download Celebration Banner. Und in Legends könnte sowas Ähnliches kommen. Pro 1000 Crystals, die man dann ausgegeben hat in einem Zeitraum oder in den letzten Jahren wäre gestört, wenn das zum Jubiläum kommt. Aber pro, ja, sagen wir mal, 1000 Crystals pro ein Ticket, sorry, so richtig rum. Ein Ticket pro ausgegeben 1000 Crystals. Könnte man quasi bekommen. Sowas könnte ich mir echt vorstellen. Zum Jubiläum zum Beispiel. Deswegen, wirklich. Gucken, dass man im Jubiläum alles mitnimmt. Vielleicht auch hier und dort spart. Aber hey, Geiz, spart nicht mit in einem. Oh mein Gott. Was? Was? Ey, Legends. Legenden, bitte. Ich möchte ein Regen-Team spielen. Ein Superbo verlange ich nur. Mehr nicht. Können wir das irgendwie vereinbaren untereinander? Oh mein Gott, Freunde. Okay, nein, 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 nein. Ich schraub das nochmal ein Stück runter. Wir haben hier nämlich nur 4 Multis. Ein Sparking in den 4 Multis wäre nice, Legends. Wenn wir irgendwie da uns die virtuelle Hand schütteln könnten, dann wäre ich auf jeden Fall am Start. Dritter Multi. Okay. Es sei denn, es bleibt wieder beim Hashtag OneLastMulti. Na, jetzt komm schon, Legends, gib uns irgendeinen Hype. 3 Pots, ja, okay. Ja. Das Game wird ein bisschen wärmer auf jeden Fall, aber auf. Oh mein Gott, in Legends ist so eine Sache, also bei mir ist zumindest so, wenn ich keine Hype-Animation bekomme oder so, dann erwarte ich von diesem Multi gar nichts. Ich habe da keine Hoffnung auf einem Bild, keine Hoffnung, dass irgendein Sparken kommt oder so. Ich erwarte davon einfach gar nichts, sag ich mal. Und tatsächlich sieht das auch dementsprechend heute so aus, leider. Dass ich da nichts erwarten. Oh mein Gott, das ist ja der One Last. Oh, das ist ein Bait! Das ist ein. Oh, was ist das? Warum? Oh, warum? Warum habe ich gewusst, dass so ein Bait ist? Weil er kam mit so einer Kurve rein. Gut, ganz ehrlich, Freunde, sicherlich gute Charakter, vielleicht als Supporter für ein Fusion-Team oder so, fusionierte Kämpfer, aber die Teams interessieren mich nicht, ganz ehrlich. Ich will Regen-Team spielen aktuell. Ich will aktuell Regen-Team spielen. Kann ich zwar, aber mit Super Buu wäre es halt wirklich spicy. Oh mein Gott, Freunde, okay. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Hashtag OneLastMulti. OneLastMulti, ein einziger Super Buu. Let's go. Legends Rising Volume 7. Kommt schon. Komm. Mir kommt's auch so vor, wirklich. Warte mal. Ich habe auf den Bardock-Animation gehofft. Oh, das wird auch nichts, oder? Oh mein Gott. Yeah. Mir kommt's auch so vor, ganz ehrlich, wenn man so nicht mehr diese. Natürlich, guck mal, du kannst auch. Die neuen Charaktere könnt ihr auch aus allen Animationen ziehen. Aus dem Bait könnte auch ein neuer kommen. So ist nicht oder normal einfach. Aber. Mittlerweile, wenn ich so die Trunks oder Bardock-Animation nicht sehe, dann denke ich, ja, GG. Dann könnte es vielleicht ein Sparken kommen, aber der ist halt so vom Gefühl einfach noch nicht featured. Und hier, ach du heilige. Oh nein, bitte nicht, ey, bitte nicht. Oh, Legends! Lass mich nicht nur mit diesem Gotenks da raus. Ich flehe dich an, Game. Oh mein. Oh mein Gott. Oh, na gut, ich meine, ich wollte aus der 4 Minuten ein Sparking. Ich hab's runtergeschraubt. Kam auch einer, aber.
Der war nicht so geil. Naja, Freunde, ich, ob so oder so, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend dennoch gefallen. Wir konnten leider Superbu nicht ziehen. Ganz. Oh Mann! Superbu, ey, ganz das. So Leute, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, war auf Krampf noch hier 1000 Crystals zu bekommen. Ich habe Lancelot Grey Simon und Trunks Mission gemacht. Ich habe gar keine Ressourcen mehr. Ich hatte 400 Freipässe, jetzt habe ich glaube ich nur noch 40. Ich habe keine Stamina-Coupons mehr, gar nichts mehr, damit ich hier auf Krampf wirklich... Es wird genau reichen. Hier, boom. Auf 1000 Crystals kommen, Leute. Dies wiederum heißt The Real. The Real One Last Multi. Jetzt bin ich sowas von gespannt. Das sind 1000 erfarmte Free-to-Play Crystals. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gespannt, ob es das gelohnt hat. Ist natürlich rein zufällig, na, ob trotzdem was droppt oder nicht. Aber ey. Ja, lade da. Oh. Drei Pots. Ach du Heiliger. Das ist dann gar... Oh nein. Auch noch auf die Schnuppe. Das ist halt die Sache. Bei sowas. Bei The Real One Last Multi will ich halt... Oh mein Gott, dein Ernst. Niemals droppt ihr noch ein Sparking. Ach du... Oh mein Gott. Ja, hättest du mir wenigstens ein Sparkling gegeben, Game. Oh, ich habe gerade gefarmt um mein Leben, um ehrlich zu sein, für nichts. Legit für gar nichts einfach. Ey, Mann. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.